Moin Moin und herzlich willkommen hier aus Hamburg zu unserer nächsten Folge unserer ITS-Gesprächsreihe Talk Future. Mein Name ist Kai Hellwig, ich bin Projektleiter bei der ITS Hamburg 2021 GmbH und kümmere mich dort um die Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind heute hier in der HSV-Loge im Volksparkstadion, der Heimat meines Heimatvereins, und ich freue mich ganz, ganz doll darauf, heute mit Marcel Jansen sprechen zu können, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Herzlich willkommen, Marcel. Ja, moin moin, vielen Dank. Und ich bin auch nicht alleine gekommen, sondern da Future Mobility, das Thema, über das wir heute ja auch sprechen, auch ein wichtiges Thema für die Jugendlichen ist, ein wichtiges Zukunftsthema, hat mich Melich hier an meiner Seite. Und herzlich willkommen, Melich. Schön, dass du da bist. Hi. Ja, wir sprechen heute über das Thema Mobilität. Marcel, wie bist du heute ins Stadion gekommen? Heute mit meinem kleinen Smart. Ah, sehr schön. Und Melich? Ich wurde hergefahren. Okay, sehr gut. Ja, also wir waren so ein bisschen intermodal unterwegs mit dem Auto und dann war die Schranke da hinten zu und dann mussten wir die letzten 10 Minuten laufen. Aber sehr, sehr schön. Ja, Melich, erzähl mal, du hast ein paar Fragen mitgebracht. Also Sie waren ja Mitglied, also Sie sind ja Mitglied des Aufsichtsrats, und wie viel Prozent Ihrer Tätigkeit gilt der Mobilität und Logistik? Boah, ich glaube, es ist ja, in der Operativen liegt es ja überhaupt nicht beim Aufsichtsrat, ne? Das ist, sagt ja der Name schon. Der soll Aufsicht halten und Rat geben. Trotzdem sind natürlich die, ja, gesellschaftlichen und relevanten Themen, die uns alle betreffen, in unserer Gesellschaft natürlich auch beim HSV angekommen. Und da ist man natürlich im Austausch. Da wir jetzt auch einen sehr guten Mix haben im Aufsichtsrat, tun wir uns da auch nicht so schwer, mit solchen innovativen Themen auch umzugehen, sei es eben im Startup-Bereich oder auch zum Thema Mobilität und Logistik, darauf zu achten. Im e.V., wo ich auch lange war, und auch als Mitglied sind es natürlich auch wichtige Themen. Ja. Das Thema Mobilität bei den einen sogar, ja, ganz, ganz wichtig, gerade wenn man an unsere Rollstuhl-Basketballer denkt, wie man überhaupt so Spieltage da organisiert, was da alles für ein Aufwand hintersteckt. Also es ist immer ein Begleiter und vor allen Dingen auch das Thema, wie kann man es weiterentwickeln und worauf gilt es zu achten. Und da achten wir natürlich schon drauf. Marcel, lass uns über die Mobilität beim HSV sprechen. Wie sieht die Mobilität in normalen Zeiten beim Verein und bei den Spielern aus? Ja, ist ja immer aus welcher Brille. Also Mobilität, ist klar, dass die Mitarbeiter oder sei es auch die Spieler dann ihren Weg zum Training haben. Es gibt natürlich Spieltage, die wieder nur unter einem ganz anderen logistischen Stern stehen. Ne? Das sind wieder ein ganz anderer logistischer Aufwand auch dahinter, alles demnach auch ja, zu organisieren. Und da ist es halt so, dass es natürlich oft gibt, dass es Fahrgemeinschaften gibt, sowohl im e.V. als auch in der AG, dass man eben gerade auch bei den Jüngeren in den Jugend, dass sie dann eben von Fahrdiensten eingesammelt werden, dass man zusammen hinfährt, aber natürlich auch ganz individuell und gerade in Zeiten von Corona sowieso alles nochmal eher zu Lasten, glaube ich, der Mobilität, weil ja jetzt eher versucht wird, alles strikter zu trennen. Aber das wird sich ja auch dann hoffentlich bald wieder, ja, deutlich verbessern und wir wieder zur Normalität sozusagen zurückkommen. Und deshalb ist es ein Riesenkomplex, einmal hier in der Silvesterallee oder mit unserem Volksparkstadion und einmal in zum Beispiel Norderstedt, ja, auf der Sportanlage, wo Tausende Sporttreibende die Woche immer ein- und ausgehen. Und da sind es natürlich immer große Schwerpunkte dann eben bei beiden Themen. Und wenn wir die Perspektive Spieltag und die Fans kommen zum Stadion und deren Mobilität angucken, hast du eine Idee, wie der Mobilitätsmix da aussieht? Wie beurteilst du die heutige Situation dieser Mobilität? Also ich glaube, so die Situation, wenn ich jetzt so aus, das müsste auch ungefähr hinkommen, aus den letzten 2 Saisons mal nehme, dann sind wir schon so weit, so dass 50% der Fans schon auf andere Nahverkehr, öffentlicher Nahverkehr, Fahrrad, etc. zurückgreifen und schon gar nicht mehr mit dem Auto kommen. Also das ist der aktuelle Stand, dass 50% schon andere Wege finden, um zum Stadion zu kommen. Das ist sozusagen dieser Mix, der sich dann eben über öffentlichen Nahverkehr, über Reisebusse oder über eben auch dann über die Bahn das macht. Das ist schon mal gut. Es gibt aber auch Sonderaktionen, die wir planen, auch mit der aktiven Fanszene, die es schon mal geplant hat, so den Fahrradtag gemeinsam zum Stadion. Ja? Also das heißt, dann versucht man, viele zu mobilisieren, mit dem Fahrrad zum Stadion zu kommen.
Trotzdem werden wir da sicherlich und haben wir auch noch ein paar Herausforderungen, das noch weiter interessanter zu gestalten, das den Anreiz zu erhöhen, auch mit dem Fahrrad, für die es möglich ist, natürlich zum Stadion zu kommen. Also gibt es viele coole, spannende Themen. Es ist ein guter Mix schon. Wir würden da natürlich gerne auch noch mehr machen, sind aber noch so ein bisschen gebunden und können erst ab 2030 eigentlich das Thema der noch engeren Anbindung an das ÖPNV sozusagen zu machen, liegt dann weniger an uns, aber da wird auch schon was für getan. Noch ein bisschen ein paar andere Themen bevor wir diesen Schritt auch noch machen. Aber wenn man sieht, dass das Angebot schon gut angenommen wird, ist das gut. Trotzdem geht es auch das Thema auch so, Thema Fahrgemeinschaften auch. Ich kenne das noch zu meiner aktiven Zeit, wo ich selber als Profi gespielt habe, haben wir uns oft auch mal zu zweit, zu dritt, zu vier zusammengetan, wenn wir wussten, wir wohnen nicht weit auseinander, dass da mal einer gefahren ist, dass man mitgefahren ist. Ich denke, das Thema Vorbildsfunktionen immer zu machen. Aber ich glaube, da ist insgesamt zum Glück gesellschaftlich und innerlich auch schon viel in Bewegung. Ja, und das ist auch gut so, weil ich bin ein Freund davon und da will ich jetzt gar nicht, obwohl es am Ende das Wichtigste ist, auch die Umwelt, aber ich bin auch so ein Mensch, der Uneffizienz nicht leiden kann. Deshalb fahre ich halt mit dem Smart aus dem einfachen Grund, nicht nur, weil ich bodenständig daherkommen will, sondern weil es einfach nur Sinn macht. Ja? Man kriegt einen Parkplatz, man verbraucht nicht so viel Sprit. Das ist deutlich effizienter und in der Hauptzeit eigentlich von April bis Mitte, Ende Oktober fahre ich eigentlich komplett eigentlich nur mit der Vespa, also mit dem Roller. Weil es halt gerade auch mit Terminen innerhalb Hamburgs, dazu zähle ich jetzt auch den Bereich oder Innenstadt, das kann man ja alles damit erfahren oder befahren, ist man immer pünktlich, man hat immer einen Parkplatz und man ist sehr effizient einfach. Und Effizienz ist natürlich wichtig. Hast du schon mal einen E-Roller ausprobiert? Habe ich alles schon ausprobiert, aber das ist genau so. Das ist auch schnell, dass man sich damit auf die Nase legt. Das ist mir auch schon passiert. Und man glaubt seitdem, das gar nicht. Ja, ich hätte gerne eine E-Vespa, also Elektro oder was auch immer für ein Modell, ist eigentlich egal, aber Elektro. Aber das habe ich noch nicht gemacht, aus dem Grund, weil ich mich einfach da noch nicht so sicher fühle, weil du gar nicht wahrgenommen wirst im Straßenverkehr. Das ist ja auch gefährlich, weil andere das gar nicht einschätzen können. Aber ich glaube, ich zahle irgendwie 5 Euro die Woche und komme mit einem Tank aus, fahre damit ja auch noch zum Training und so. Also von daher bin ich da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und zum Thema Umwelt und Fans hattest du auch noch was mitgebracht? Also was wir fragen wollten ist, dass an einem normalen Spieltag ist ja so, dass tausende Fans per Auto herkommen. Und also das ist auch eine hohe Belastung der Umwelt. Und wie ist es dann, also sind Aktionen geplant, um, sag ich mal, die Fans dazu zu beeinflussen, grüner herzufahren oder herzukommen? Ich hatte es ja eben schon mal kurz angedacht, also es gibt immer wieder auch Aktionen und auch ich sag mal, interne Diskussionsrunden und Arbeitsgruppen, die daran arbeiten. Auch das Thema steht bei uns mit oben auf der Agenda, logischerweise. Wir haben auch im Januar einen neuen Markenverantwortlichen bekommen, was soll natürlich auch ein Teil mit in die DNA kommen. Der Philipp, der sich darum kümmert, hat das schon drauf, auch da von Innovationen auch zu profitieren, die ja durch Startups oder durch junge Unternehmen gemacht werden. Aber ganz konkret, was da gemacht wird, ist, dass eben die aktive Fanszene schon aufgerufen hat, zum Fahrradtag zu sagen, wir fahren zum Volkswagen mit dem Fahrrad. Es sind schon bei uns ja bis zu 50%, gute 50%, die schon gar nicht mehr mit dem Auto kommen. Und wir glauben einfach, wenn wir auch die Möglichkeiten und die Chancen bekommen, woran wir ja arbeiten, im super Austausch sind mit der Stadt Hamburg und Co., dass den Ausbau oder die Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel noch mehr ans Stadion zu kriegen. Das ist leider aktuell noch ein Zeitthema, ist aber definitiv auf der Agenda. Und ich denke, dann kann man auch die nächsten größeren Schritte machen. Trotzdem sollten wir nicht warten, bis das möglich ist, bis 20 oder ab 2030, sondern wir sollten jetzt schon anfangen zu sagen, wo kann man vielleicht Angebote steigern. Ne? Dass man weiß, wenn man mit dem Fahrrad fährt, gibt es irgendwann beim HSV den und den Vorteil. Und da sind wir jetzt nicht, dass ich jetzt hier, weil wir heute das Interview habe, was überall Fertiges präsentieren kann. Aber ich weiß, dass es bei uns ganz ernsthaft mit aufgenommen ist, dass schon viel getan wurde und auch eben schon eine vernünftige Zahl auch den Weg schon zu Alternativen sucht. Und daran gilt es sicherlich auch weiter zu arbeiten. Super. Zu dem Fahrradtag, das hattet ihr schon gemacht. Da gab es schon, genau. Und da gab es einen Aufruf. Weißt du, wie viele da gekommen sind? Muss ich unseren Fanbeauftragten nochmal fragen. Da sind schon einige zusammengekommen. Aber also klasse. Wie viele genau, weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben ja eine sehr gute, aktive Fanszene. Und wenn die was machen, dann organisieren sie es auch gut. Und ich glaube, so Sachen machen immer auch Sinn. Aber auch da muss man halt natürlich immer gucken, ist auch wieder anders. Reist man als Familie, reist man eben
in welcher Altersgruppe, wo lauern auch da, ne? Das muss man ja auch alles immer mit großer Verantwortung planen, aber das gab es schon, gibt schon und da ist auch bei uns intern der Anstoß schon gefallen, wie kann man da nochmal was verbessern, also auch von der Logistik vor Ort, ne? Dass man auch überlegt, gibt es vielleicht Dienstleister vor Ort, Services vor Ort, falls, ne? Das sind Platten oder es passiert irgendwas, also da sollten wir sicherlich weiter kreativ bleiben und kreativ werden, aber auch unsere Rolle als Sportverein nicht überinterpretieren. Ja, es ist wichtig, das Thema, aber ich finde, wir haben auf der ganz hohen politischen Ebene auch gemeinsam mit den zu Recht kritischen gesehenen Themen, was weltweit passiert, also eben zum Thema Umwelt, sollten wir auch genau in dieser Diskussion bleiben, aber auch da muss auch weiterhin auch die Wertschätzung auch sein von Schritten, die schon bereits passieren. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da geht es, das ist gar nicht böse gemeint, aber der jungen Generation dann auch nicht schnell genug. Ja, und man muss auch immer sehen, da hängt halt auch viel dran. Und wir müssen was tun, nochmal, ich bin da voll dabei, aber wir müssen halt auch aufpassen, dass man sich nicht in so Extreme verliert. Ja, ne, die Umwelt ist das, was wir haben, das, was wir schützen müssen und da wurde viel zu wenig getan und ich finde, Hamburg, so ist mein Gefühl, tut schon relativ viel dafür, sowohl vom Stadtbild, vom Active City, ja, Bewegung in der Stadt Hamburg, Ernährung, Bewegung, also alles, was darauf ja auch einzahlt, aufzuklären. Das ist ein super Stichpunkt, oder du sagst, Hamburg tut schon viel dazu. Wir haben in Hamburg ja eine sehr ausgereifte Digitalstrategie und ein Teil dieser Digitalstrategie umfasst auch über 150 Projekte im Bereich intelligenter Verkehrs- oder Transportsysteme, ITS. Und die wichtigsten, prägnantesten dieser Projekte stellen wir im Oktober auch auf dem ITS-Weltkongress vor. Da geht es um autonomes Fahren, da geht es um Drohnen, da geht es aber auch um vernetzte Mobilität, um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen. Da geht es um Fahrradthemen, also wirklich alles, was so Future Mobility eigentlich ausmacht. Und wir wollen gerne auch, dass die Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion in Hamburg daran teilhaben können und diese Projekte erleben können. Und deshalb gibt es am 14.10. einen Public Day, wo wir die Bürgerinnen und Bürger einladen, kostenlos sich das anzugucken. Marcel, hättest du Interesse, privat, aus Interesse an Mobilität oder auch aus natürlich deiner beruflichen Sicht, an so einem Tag dir mal anzugucken, was Hamburg schon alles in diesem Bereich Future Mobility auf die Beine gestellt hat, was da gerade am Laufen sind, welche Projekte es hier gibt, welche Themen hier in Hamburg schon bearbeitet werden? Also sowieso losgelöst von einem speziellen Tag. Was sind schon für Themen da? Was entsteht da? Das ist ja auch gerade das, was mich persönlich interessiert, aber auch wir als HSV uns sehr interessiert, weil da liegen halt auch viele Chancen im Thema Lösungen durch Digitalisierung, um viele Themen, die man vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hatte, die dazu beitragen, dass wir uns verbessern und dieses Thema Nachhaltigkeit, dieses Thema Lösungen zu schaffen. Da kann die Digitalisierung Schlüssel sein und deshalb bin ich natürlich sehr, sehr interessiert daran, was genau ist das denn alles? Weil ich glaube, umso mehr durch Digitalisierung auch Transparenz reinkommt, durch Visualität, wie vernetze ich mich, wo kann ich jetzt vielleicht sehen, wo, ne, ist egal, worüber man da redet, Carsharing und wo ist irgendwas, umso mehr kann ich mich auch organisieren. Umso besser man organisiert ist, wahrscheinlich umso weniger verbraucht hat man, ne? Weil das ist ja dann effizient wieder, dann sind wir wieder bei dem Thema. Also von daher bin ich sehr daran interessiert, ja. Ja, also gibt es irgendwas, wenn du an Future Mobility denkst, Thema, was dich besonders reizt oder was du besonders spannend findest, also autonomes Fahren oder die Vernetzung der Verkehrsteilnehmer, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das finde ich am interessantesten, am spannendsten für mich? Oder gibt es auch was, wovor du vielleicht Angst hast, wo du sagst, also wenn hier weiß ich, das und das kommt, da hätte ich Unbehagen? Jetzt zum Thema Mobilität allgemein, ja, speziell genau, auf Mobilität, also auf Zukunftsmobilität, ne? Digitalisierung, was ja, da so alles also, kommen kann. Man weiß ja so in manchen Ansätzen schon, wie funktioniert vielleicht die Post irgendwann mal. Ja, natürlich hochspannend, Thema Einkäufe, hat man schon gesehen, dass da so fahrende Roboter vielleicht über die Straße kommen. Auch viele andere Themen, selbst also fahrende Autos und ich glaube, auch da ist es wie immer im Leben, bin ich gespannt und hoffe immer auf keine Extreme, weil für mich heißt das auch, wenn der Mensch gar nicht mehr rausgeht und vor die Tür geht, weil er alles vor die Tür gebracht bekommt, finde ich nicht so gut, weil Bewegung tut halt eben auch mal gut. Der Gang zum Supermarkt, zwei Sachen einkaufen, zurückgehen.
Trotzdem aber auch irgendwo spannend, weil es halt für viele auch vielleicht eine Lösung sein kann, weil berufstätig mit Kindern oder, ne, also das Fahren in einer Stadt. Und ich glaube, für mich so das Thema, nochmal ganz wichtig, das Thema Umwelt, deshalb achte ich auch schon so, so gut es geht auf verschiedenste Themen, also privat selber, man kann ja immer erstmal nur vor der eigenen Haustür kehren, ohne immer auf andere zu zeigen, aber wenn ich jetzt so aus dem Blick auch, weil ich viel in der Hamburger Innenstadt auch zu tun habe, ist so für mich das Thema, ja, cool, grüner machen, autofreier machen, vom Prinzip ja, aber wir müssen auch aufpassen, dass uns die Innenstädte nicht wegsterben. Also diesen Mix wieder dadurch zu sagen, habe ich dann überhaupt noch Lust oder fahren wir dann eh alle nach Winterhude und Eppendorf, wo eh schon alle hinfahren, weil die sagen, ja, und dann gibt es da schon keine Parkplätze mehr. Ne? Und wie löst man das Ganze? Also das ist für mich, wo ich hoffe, von der Strategie und von der Vision her zu sagen, ja, wir müssen was tun, es ist auch gut und es muss weniger sein und auch vor allen Dingen für den Normalen. Ich würde mich nicht jetzt als ein Experte aus der Mobilität, also ich bin ja kein Fachmann und deshalb verstehe ich ja auch und ich finde es gut, dass viel diskutiert wird, aber wenn ich jetzt höre, was ist jetzt gut, Elektroauto versus das, wie ist das denn in der Herstellung von einem Elektroauto? Ist das wirklich grüner? Ja? Keine Ahnung, wer, also wo sind die wirklichen Experten, die uns Normalbürger mal erklären, was wirklich nicht nur effizienter ist, zukunftsorientierter ist, sondern auch noch wirklich nachhaltiger ist. Und man sagt ja immer, ja, dann sind ja keine Abgase aus dem Auto, jetzt fahren die mit dem HSV-Stadion alle mit dem Fahrrad, jetzt ist alles besser. Beim Fahrrad würde ich sagen, ja, weil A, du machst Sport, ist gesünder, ja, B, du hast keine Abgase, aber ich kann das zum Beispiel gar nicht einschätzen, ein E-Auto versus ein normales Auto, wenn man den ganzen Prozess der Herstellung der Autos sieht und allem, könnte ich jetzt nicht sagen, ob das definitiv grüner ist. Das ist doch eine schöne Frage für den 14.10. im Public Day. Kommst du vorbei und stellst den Fachleuten vor Ort auf dem Kongress mal genau diese Frage. Finde ich gut. Weil dann würde ich ja auch umstellen irgendwann mal. Ne? Ich habe auch Gegenstimmen gehört und das kann ich auch nicht beurteilen. Die sagen, das ist gar nicht grüner, weil alleine diese Batterien und was da, ich kann es nicht, ich weiß es nicht einfach. Okay. Sag mal, Mili, Tarek, wie sieht es bei dir aus? Gibt es ein Thema, was du besonders spannend findest bei Future Mobility? Also ich finde das Thema mit den Hyperloops mega interessant, aber ansonsten auch das mit den, also mit den Transportmitteln der Zukunft, also wie wird es mit der E-Mobilität und sowas sein, solche Fragen finde ich ziemlich interessant und ja, die Zukunft lässt sich zeigen. Mhm. Und du hattest ja auch noch eine Frage. Genau, und zwar wurde eben ja das Thema Mobilität in der Zukunft angerissen und wie sehen Sie die Mobilität der Zukunft beim HSV, also ja, spezifisch beim HSV? Also, ja, also kommen die Fans per Drohne geflogen? Nee, das wär verrückt, das hoffe ich nicht, weil da müssten ja ganz viele Drohnen in der Luft sein. Ja? Das haben wir dann ein neues Verkehrsnetz sozusagen. Ne? Nein, wie sieht sie aus? Also wenn wir Wünsch mir was spielen dürfen und woran wir ja auch arbeiten, ist es natürlich so, dass man sagt, wo steht man immer und wo kann man zeitnah wachsen oder wo kann man perspektivisch wachsen, ist natürlich immer die Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz, dass man immer mehr Möglichkeiten hat, eine Alternative zum Auto zu haben, sei es mit dem Fahrrad, sei es eben durch öffentliche Verkehrsmittel, aber auch eben durch Innovationen, durch Startups, durch Technologien, die wir gerne dann mit aufnehmen, uns effizient zu verbessern und einfach dieser Verantwortung auch irgendwo nachkommen. Das, glaube ich, zählt ja sowohl für den Sport, das Gute ist ja, dass wir als großer Sportverein ja schon viel anbieten eben, aber demnach auch viel Logistik und Menschen innerhalb und um der Stadt rumher bewegen. Also von daher muss es ein Schwerpunktthema werden und darauf freue ich mich eigentlich auf diese Herausforderungen, die es da gibt. Und weil du hast gerade auch gesagt, E-Mobilität, die haben wir jetzt heute ganz vergessen, finde ich auch übrigens, weil die Frage eben kam, das hatte ich vergessen, das finde ich auch sehr spannend. Gerade für Menschen in einem gewissen Alter, die nicht mehr so mobil sind, deren Lebensqualität zu erhalten. Das sind meistens ja auch dann Menschen, die das ganze Leben lang hart gearbeitet haben, in unserem System eingezahlt haben und eigentlich sich auf ihre Rente freuen. Was machen wir für die eigentlich? Wie können die unbeschwert einkaufen? Wie bewegen wir die von A nach B? Und da kann natürlich diese E-Mobilität ein Riesenthema werden. Da gibt es ja wirklich spannende Sachen, wie man es schaffen kann, auch den Menschen, die sehr viel für die Gesellschaft getan haben, in ihrer Rentenzeit wirklich durch E-Mobilität und durch viele weitere Innovationen auch noch eine hohe Lebensqualität zu bieten. Und da vielleicht auch zu sagen, wo die jüngere Generation auch zusätzlich unterstützen kann, dass man wieder mehr miteinander macht. Und glaube ich, da kann E-Mobilität ein schönes Thema werden. Super. Wir haben viel jetzt über die Mobilität der Menschen gesprochen. Lass uns ganz kurz über die Logistik sprechen. So ein Verein und Spiel und die Organisation eines Spieltags
hat, stelle ich mir vor, extrem komplexe und vielschichtige Logistikprozesse. Ganz kurz, wie glaubst du, kann die Digitalisierung in der Logistik helfen, auch so einen Spielbetrieb und einen Vereinsbetrieb zu unterstützen und effizienter zu machen? Ich glaube, umso mehr Informationen halt eben hat durch die Digitalisierung, umso besser kann man Prozesse steuern. Das kennt man klassisch. Das wird ja auch immer mehr genutzt. Ich glaube, da ist man insgesamt jetzt losgelöst auch mal vom HSV schon viel weiter, ja, dass man viele Schritte erkannt hat durch die Digitalisierung, um effizient zu bleiben. Klar, es ist natürlich so ein Spieltag, ja, oder das seht ihr auch nicht nur im Sport, für Eventveranstalter, große Konzerte, die ja hier auch teilweise stattfinden, da sind wir ja nicht der Gastgeber, sondern dann stellen wir ja die Örtlichkeit sozusagen zur Verfügung. Aber an dem Spieltag haben wir, glaube ich, über 1000 externe Helfer, ja, egal ob Sicherheit, Catering, TV, die natürlich unten ihre Logistik haben. Also, das Gute ist, dass es hier seit, ich glaube, ja, fast 20 Jahren immer noch ein Team ist, was groß eingespielt ist. Das heißt, dass wir hier ein sehr gutes Feedback bekommen, immer aufgrund der Abläufe und auch der Logistik. Aber es ist schon ein Riesenaufwand. Und da ist man so 1000 Leute, die nochmal zusätzlich dazukommen an so einem Tag. Das ist schon mal eine Aussage und das ist schon spannend. Und ich glaube, dass aber auch ohne diese Innovationen, man eben Prozesse, man kann durch Digitalisierung vielleicht auch irgendwann das Erlebnis auch für den Fan, ja, auch noch besser gestalten. Man kann dadurch vielleicht kürzere Wartezeiten haben, dass man weiterhin gerne ins Stadion oder zu einem Event geht, ne? Und da bietet die Digitalisierung wahrscheinlich viele Chancen und da sollte man vielleicht auch immer schauen, und das wäre auch, das sehen wir halt bei uns auch so als HSV, dass du nicht immer schaust, was kannst du jetzt alles selber machen, sondern wo holst du dir einfach mal ein externes Start-up oder eine Innovationsbude, die spezialisiert auf etwas ist, und holst dir die Kompetenz dadurch mit rein. Ja, um einfach, ne, dadurch haben wir jetzt auch die Telekom bei uns mit neu reingekommen, wo wir hier viel im Thema Digitalisierung rund um das Stadion in den nächsten Jahren als unser, ja, Premium-Partner in dem Bereich, da wird einiges auf uns zukommen. Ja, spannend. Du hast das Thema Startup eben erwähnt. Ich würde gerne, bevor wir gleich zum Ende kommen, nochmal fragen. Du bist ja auch Geschäftsmann, Investor. Und hast du in Startups in der Logistik- und Future-Mobility-Branche irgendwie investiert? Oder könntest du dir das vorstellen? Wie interessant findest du den Bereich für dich jetzt als Investor? Finde ich spannend. Meine kleine Beteiligungsgesellschaft hat den Fokus auf Health- und Healthcare-Themen. Also es dreht sich eigentlich alles um die Gesundheit. Und zum Thema Mobilität prinzipiell nicht, aber es gibt tatsächlich einen Überschneidungspunkt. Wir arbeiten auch dran eben und sind dabei, über eine Beteiligung eben die etwas anderen Rollatoren auf den Markt zu bringen. Ja? Also das ist natürlich ein Bewegungsmittel für ältere Menschen, was natürlich ein Wegbegleiter ist in den wichtigen Jahren gerade, dass eben sich selber zu Hause schon mobil oder auf dem Weg zu irgendetwas, und damit befassen wir uns. Und da spielt natürlich vielleicht auch irgendwann das Thema E-Mobilität auch eine Rolle, wobei auch da ist es jetzt gut, dass man sich auch fortbewegt und so viel Eigenkraft, wie es geht, einfach noch mitnimmt, weil natürlich dadurch auch die eigene Aktivität gerade im Alter sehr, sehr wichtig ist. Und das ist so das einzige Mobilitätsthema, das sind eben die etwas anderen Rollatoren, die wir vielleicht dieses Jahr, je nach Corona oder nächstes Jahr, dann auf den Markt bringen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Marcel. Danke, Melich, dass wir dieses schöne Gespräch zum Thema Future Mobility führen konnten. Ich freue mich total, wieder mal in diesem Stadion gewesen zu sein, auch wenn es ja, ein anderer Anlass war. Und ich freue mich schon, wenn ich mal wieder mit den anderen Fans zum Spiel hier sein kann. Mit dem Fahrrad kommen? Ja, ich wohne ja nicht weit weg. Siehst du? Aber wie fühlt sich das an, wenn man so im Stadion sitzt jetzt gerade und es ist ein spannendes Spiel, aber keine Zuschauer? Ja, wie soll ich sagen, das ist, da fehlt das, warum wir alle mal angefangen haben, ne? Das Drumherum, ne? Und es hat so eine Trainingsatmosphäre, aber es geht halt eben auch darum, uns als gesamte Branche auch zu retten, also den Fußball, ja, und den Profifußball, nicht nur wir als HSV, sondern alle. Und dann sind wir dankbar, dass wir dann trotzdem spielen dürfen, um somit das aufrechtzuerhalten, aber ohne Fans ist es einfach ganz weit weg von dem, warum wir alle wahrscheinlich irgendwann Fans von Galatasaray, von HSV oder von anderen Mannschaften geworden sind. Vielen, vielen Dank. Ja, bleibt mir nur noch an dieser Stelle darauf hinzuweisen, nächsten Monat die nächste Folge von Talk Future wird hier bereitstehen. Ich sage vielen, vielen Dank euch zweien und tschüss und bis zum nächsten Mal.